Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück. Ich habe ja gesagt, ich mache ein bisschen sauber. Dann machen wir mal das aus. Und dann werden wir heute erst einmal, weil ich es ganz sauber gemacht habe, wieder zu unserem kleinen Meinerchen gehen und dort mal die Sachen abholen und ihn woanders aufstellen. Und danach machen wir dann weiter. Ah, da. Wo ist denn das Ding? Hier ist es, das Ding da. Und was benötigen wir zuerst? Aha, diese Kiste. Und wenn ich jetzt diese Kiste... Da tun wir zuerst einmal die Mining Pipes raus. Den Diamond Drill raus. Und die OV-Karte, die brauchen wir da unten. Und da schalten wir einmal Musik weiter. Und dann brauche ich hier einen Stack von dem hier. Das tun wir da oben rein. Jawohl. Jetzt macht er das richtig. Und dann tut er die hier schön legen. Okay. Dann benötigen wir wie immer unsere Wrench. Unsere Wrench. Und dann brutzelt er noch vor sich hin. Der braucht eine Weile, ja. Ja, oh, Diamante haben wir auch wieder 3 gebildet. Sehr schön. So. Da war das. In diese Richtung ist unser Haus. Dann gehen wir mal hier hinten weiter. 82, 99, 95, 94. 89, da wird's weniger. Mal sehen. Oh, der Baum steht ganz ohne da. Ne, da wird's auch weniger. 85, 95, 107, 116, 118. Hier. Also, hier können wir aufstellen. Und jetzt habe ich nichts dabei, wo ich hier hinstellen kann. Doch, hier, da. Da, da machen wir eine schöne Fackel. Eine wunderschöne Fackel. Und da stellen wir das Ganze auf. Der müsste vielleicht auch schon fertig sein. 41. 19. Hä? Ist der fertig? Ja, er ist fertig. Er ist fertig. Blümchen brauchen wir nicht. Zack. Dann nehmen wir das. Das und machen mal eines zuerst. Gehen hier zu unserem Fackelchen. Eine Petrocke mich, eine Bellebos, böse Box und eine Miner. Böse Box. Zack. Eine Petrocke mich. Zack. Eine Miner. Zack. In diese Miner kommen nichts. Doch den Diamond Drill können wir reintun. Und die OV-Karte können wir reintun. Dann muss bloß noch rein die Pipes, aber die tun wir hier unten hin. Zack. 1, 2, 3, 4 Eimerchen von Treibstoff. 1, 2, 3, 4. Die 4 können wir hier unten tun. Zack. Du kommst wieder hierher. Da habe ich das Blümchen doch wieder eingesammelt. Das will ich nicht. So. Hallo, Schaf. Na. Alles ist im Sack. Jawohl, so habe ich das gern. Habe ich alles drin? Ja. Scheinchen. So. Hier kommen rein die Pipes. Und jetzt ladet er diesen erst einmal auf, bevor er weiterarbeitet. Oh, ich
Ich habe was vergessen. Das hier. Ja, jetzt funktioniert das auch. Und in die Kiste tun wir halt mal so. So, 64 erst auffüllen und die restlichen legen wir hier rein. Die Erde nehmen wir mal mit. Und der Rest bleibt da. Okay, nach Hause. Und zurück. So, ein paar Fackelchen. Und wieder heim. Ihr wisst ja, was wir immer zuerst machen. Wir gehen zuerst ganz schnell nochmal zu unseren Benzintanks. Kling. Wie sieht's da hinten aus? Zack. Ja, dann nehmen wir mal raus da hinten. So. Tasche. Und verstauen gleich wieder alles. So. Tasche verstaut. Dann ist die Frage, was nehmen wir zuerst? Lassen wir das Ding laufen, fliegt es uns in die Luft oder fliegt es uns nicht in die Luft, wenn wir draußen arbeiten? Nee, wir machen gar nichts, weil ich das nämlich direkt über den Backofen laufen lassen möchte. Und das heißt, ich müsste das hier unten noch anschließen. Habe ich das schon gemacht? Nein, das habe ich nicht gemacht. Jetzt hier unten rum, das heißt, ich bräuchte nur eine Eisenpipe, dann könnten wir das direkt eigentlich über den Backofen machen lassen. Eisenpipe war hier unten. Eine Eisenpipe. So, und dann benötigen wir noch gleich eine Schlüssel. Na, eine Schlüssel und nicht zwei Schlüssel. Es kommt davor, wenn man nicht aufpasst, was man baut und dann auf einmal das zweimal hat. Das heißt, hier kommt die Eisenpipe. Und das geht in diese Richtung. Und hier geht es unten runter. Ja, das ist richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, mache ich die Musik mal aus. Die nervt mich heute irgendwie in letzter Zeit. So. Hier habe ich gesagt, geht direkt das Blaue dann. Blau. Müsste das sein. Da geht also das Eisen direkt hier rüber. Gucken wir mal, ob es das macht. Irgendwas mache ich falsch. Irgendwas ist jetzt wieder falsch. Wie sind die normal eingestellt? Rot. Blau. 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 Machen wir mal alle blau. Aber blau heißt doch Ausgang, oder? So, wir gehen ab. Direkt seitlich. Hä? Falscher Knopf. Seitlich gehen wir ab. Ah, also das ist schon mal richtig eingestellt.
Nehmen wir noch einen. Drei. Drei. Immer zu wenig Strom. Hä? Da läuft kein Strom. Einundsechzig. Warum geht da nichts? Hallo? Einundsechzig und 60. Wir haben doch darüber 1 eingestellt. Oder ist das schon in die Luft geflogen? Das wäre aber nicht gut. Natürlich ist das in die Luft geflogen. 60 kriegt ein Signal und die gehen nicht. Das ist in die Luft geflogen. Das ist in die Luft geflogen, mache ich jede Wett. Kann das sein, dass es so schnell geht? Das wäre aber gar nicht gut. Da muss ich mir überlegen, wie ich das am dümmsten mache. Dass da immer ein Abnehmer auf alle Fälle drauf ist. Das wäre dumm. Aha, das muss blau sein. Und das ist... Moment, blau ist links, rechts, vorne, hinten, unten. Eine ist dein, eine ist dein. Eine ist dein. So, reingucken können wir noch. Oder ist das unter? Nee. Wo gehen die hin? Oh, doch, jetzt gehen sie. Hi, das war falsch. So. So. Moment, was haben wir jetzt? Kobber? Silberohre?
Das fließt nach unten. Hä? Wieder falsch. Und da wird das Iron gemacht. Dann ist also das Silber doch weiter geflossen. Oder wo ist das hin? Das Silber fließt auch runter. Scheiße. Ich weiß nicht, wie man das einstellt. Ich Oberdepp. Liedohre brauchen wir nicht. Wie wird es eingestellt? Sollte ich doch vielleicht mal ein wenig gucken gehen. So, das ist das letzte Eisen. Braun. Golderz müsste dann normalerweise liegen bleiben, weil wir ja das andere noch auf der anderen Seite hin. Ja. Kommt jetzt noch was, wo man unten hat, dass es dann automatisch nach unten weggeht? Wäre eine Frage wert. So, 10. 12. Das ist weg. Was können wir jetzt hier noch reinschmeißen? Kupfer, 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 Kupfer will ich nicht. Zinn. 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 Haben wir noch was in Zinn? Nein, wir haben nichts mehr in Zinn. Das ist alles das Kupfer. Das geht doch nicht unten raus. Warum geht das nicht? Geht auf alle Fälle hier rein, aber warum geht es nicht nach unten weg? Das heißt nochmal vorne. Ah. Dann ist das unten. Dann ist das oben. Halt. Ah, richtig blau muss das sein. Oben ist blau.
Learning by doing nennt man das. So, jetzt geht's hier oben rein. Und geht direkt rüber. Was machen die anderen Sachen? Da kommt nichts. Doch, jetzt. Geht es nach unten weg oder wo geht es hin? Ja. Ah, jetzt haben wir es eingestellt. Boah, Ewigkeit herumgemacht. So. So, wer sieht da oben noch drin? Na komm, dann tun wir mal das Körper auch noch alles da rein. Dann ist es auch verarbeitet. Und dann haben wir heute nichts weiter gemacht, wie bloß die schummelnde Maschine da eingeschlossen, so wie ich die Sachlage sehe. Oh. Tulu, tulu. Aber ich habe ja schon vorbereitet für das nächste Mal. Das heißt, wir tun auch das hier. Ich habe auch festgestellt, wenn das hier voll ist, das heißt, wenn hier nichts mehr arbeitet, dann geht unsere Maschine hier ein wenig schneller. Das heißt, wenn das alles voll ist, und das ist eigentlich Sinn und Zweck, das ist mir recht genug, das ist das schnell genug. So, ich habe hier noch Platz für ein paar Steinchen. So. So, voll. Die tun wir auch da vorne rein. Und dann würde ich sagen, tue ich noch mal so das hier. Den Kies, der kommt hier unten hin. Haben wir hier noch was? Erde haben wir hier keine, die ich auch da vorne reinschmeißen könne. Wir haben hier drinnen Diamonds. Das war, nein, das war nicht hier. Das war hier. Diamonds. Wir haben hier dieses. Und wir haben dieses und das ist jetzt voll. Nikolait. Ja. Mal sehen, was wir mit dem Nikolait noch alles anstellen können. Dann haben wir hier noch Redstone. Und Kohle. Und Kohle haben wir da oben voll. Das heißt, wir nehmen mal 1, 2, 3, 4 Stack Kohle. Und lassen sie noch. Wo wandern denn die hin? Die haben wir doch gar nicht angeschlossen, so viel ich weiß. Wenn ich die hier rein tue, in den Maler, die kann hier nicht verarbeitet werden, also bleibe sie da oben liegen. Aha, dann tun wir sie doch ganz einfach hier oben rein. Wenn ich sie mitgenommen hätte, habe ich aber nicht. Wie immer. Das war der falsche. Falsch hier. Eisenbahner haben wir hier fertige. Ich muss das umbauen hier. Schon gesehen. Gold und Zinn. Es kommt noch Kupfer. Ich muss das hier noch umbauen. So, ich habe es mal wieder so hingelegt, wo es nicht hingehört. Hier kommt nichts. Hier kommt auch nichts. Wo haben wir die Kiste? Ach, hier haben wir die Kiste. Lidohre. Tungsten war das Lied, können wir auch zusammen. Lied können wir auch hier reinschmeißen. Ja, funktioniert. Müsste dann auch langsam hier was ankommen. Nö, kommt noch nichts an. Ich wollte das hier noch hier reintun. Den Schlüssel hier rein, aber den tun wir daneben, sonst nehme ich ihn noch zweimal in die Hand, jedes Mal frisch. Und jetzt tun wir dann noch die Erde hier rein. Und hier haben wir unseren elektrische Funatio, wo die Steine macht und die wäre erst sofort abtransportiert. Haben wir hier unten nichts angeschlossen? Keine Ahnung. Dann wird es das nur hier rüber transportieren. So, alles leer. Dann richten wir uns schon einmal für die nächste Folge, wo wir zusammen machen. Und zwar kommt das hierher.
Dann können wir hier oben 1, 2, 3, 4, 5, ach egal, 6. Die 2 nehmen wir separat mit. Wir brauchen ein paar Steinchen. Und wir nehmen mit die Schrägen und die Schrägen, dann das oben und das unten, das rechts, hier und die. Und jetzt fehlt uns noch was. Und das ist jetzt die Frage, weil noch keiner irgendwie was geantwortet hat von der letzten Frage, wo ich gehabt habe. Machen wir solche Glasscheiben oder mache ich viereckige Klötze? Das ist die Frage. Machen wir viereckige Klötze oder machen wir Glasscheiben? Glasscheiben habe ich. Wo habe ich die Sache hingelegt? War das hier rein? Ja. Wir haben hier noch Glasscheiben normale. Ich weiß nicht, wie das aussieht dahinter. Ich weiß es echt nicht, wie es aussieht. Jetzt wird es gerade Nacht. Achso, ja. Ich habe ja momentan, weil auch noch niemand geantwortet hat, auf meine Fehlentscheidung, da kommen wir nicht hoch, die Creeper aus. Das heißt, ich kann jetzt ganz gemütlich hier rausgehen. Zack. Was sieht besser aus, ist die Frage. Sieht das hier besser aus? Mit viereckigen Klötzen oder sieht das hier besser aus? So. So. Na. Ich würde sagen, die Glasscheibe sehen besser aus. Mal von außen gucken. Oder sieht das hier schön aus? Da sieht man gar nichts. Bei Nacht. So sieht es komplett blockartig aus, da drüben. Komplett wie ein Block. Und hier. Ja, ich glaube, wir machen es so. Ich glaube, ich mache es so, und wenn ihr anderer Meinung seid, dann dürft ihr mal was dazu schreiben. Und ich kann das dann abändern und dann anders machen. Aber ich mache mal auf alle Fälle das so. Das so. Das so. Zack. 64. 59, 64, das langt einmal. Das ist das, wo wir fürs nächste Mal vorbereitet hin. Und leider sind wir nicht so weit gekommen, aber es ist ja ein Let's Play, da macht man ja die Sachen mit. Wir können ja jetzt verschiedene Dinge, so, wo ihr in die Kommentare schreiben könnt. Erstens, soll ich ab sofort den Miner alleine leeren und immer wieder auffüllen, dass ihr da nicht dabei seid, dann verschwindet, dann ist die Folge auch, dass wir dann miteinander mehr bauen könnt. Das ist das Erste. Oder wollt ihr da mit dabei sein, dass ihr jedes Mal sehen, was es denn so Neues gibt. Und der zweite Punkt war, dass ihr mir sagt, wie man das machen mit dem, also was heißt mit dem Glas, ob ihr da mit, im Endeffekt mache ich dann doch das, was ich denke, aber trotzdem, was ist jetzt da? Achso, das war das Lied, wo da unten drin ist. Ja, das Lied. Okay, ist richtig, aber das funktioniert. Würde ich, ja, das sind die zwei Dinge. Ah, die dritte Punkt war noch Creeper aus, wenn wir draußen rumrennen oder nicht. Sonst macht's bumm. Und ich schaue mich trotzdem mal um. Vielleicht finde ich irgendwas, wo ich die Creeper wenigstens den Damage reduzieren kann oder irgendwo reinschreiben kann, dass man sie dann anlasse, weil ich doch gerne ab und zu mal ein Tier bumm bumm machen würde. Und wenn ich sage, ja, wir machen es, wenn ich wieder in die Mine gehe. Ich weiß nicht, ob ich so dringend in die Mine gehen muss, solange ich den Miner da hinten habe, dass der immer läuft.
Das ist die andere Seite, das brauche ich das auch nicht. Also die drei Dinge im Klartext. Creeper, Glas und... Jetzt habe ich das erste schon wieder vergessen. Was war das erste? Das erste war... Ach so, mit meiner. Ob ich den selber lehren soll oder ob ihr mit dabei seid. So, das war's. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das nächste Mal seht ihr ja, was wir hier haben. Wir werden hier draußen weitermachen. An dem zweiten Teil für die Forestry. Und dann bin ich schon beim Weiterüberlegen, was denn da passieren soll eigentlich mit dem Fahrstuhlschacht. Da habe ich mir auch schon ein kleines Gebäudchen im Kopf ausgedacht. Und dann werde ich euch bei der nächsten Folge dann das ein oder andere nebenher im Bauen, weil da kann ich dann auch ein bisschen was erzählen, von den vielen Kommentaren, die wo unter irgendwelchen Dingen stehen, im Punkt um illegal und nicht illegal und Mods und wie es denn auf der Seite von Tutorial für 1.5.0 weitergehen wird. So, ich bedanke mich damit, weil ihr das hier heute euch angeschaut habt. Wünsche euch heute einen schönen Sonntag, weil gestern war ich neben der Cup und habe gestern schon Sonntag gesagt, aber heute ist tatsächlich Sonntag mit der Folge. Ciao, ciao, euer Olli.